Die Rheinquerung bei Leverkusen liegt in Nordrhein-Westfalen zwischen der Anschlussstelle Köln-Niehl und dem Autobahnkreuz Leverkusen-West. Der erste Planungsabschnitt des achtstreifigen Ausbaus der A1 erstreckt sich über 4,5 Kilometer. Die Leverkusener Rheinbrücke steht im Fokus des Projekts A bei Lev und befindet sich seit 2017 im Bau. 1965 nahm die alte Rheinbrücke ihren Betrieb auf. Das Verkehrsaufkommen hat in den letzten Jahrzehnten massiv zugenommen. Einst konzipiert für 40.000 Kraftfahrzeuge pro Tag, nutzen heute bis zu 100.000 Kraftfahrzeuge täglich die Rheinquerung. Im Jahr 2012 attestierten Fachleute der Brücke einen kritischen Bauwerkzustand, sodass ein Ersatzneubau erforderlich wurde. Ein Vorteil der neuen Leverkusener Rheinbrücke ist unter anderem der Ausbau der Fahrstreifen. Bisher hat die Bestandsbrücke 6 Fahrstreifen, 3 Fahrstreifen pro Fahrtrichtung. Für das heutige Verkehrsaufkommen ist das zu wenig. Der Ausbau auf 8 Fahrstreifen, also 4 Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, ist notwendig, um eine dauerhaft höhere Kapazität zu schaffen. Weiterhin werden die Ein- und Ausfahrten auf beiden Rheinseiten jeweils zweispurig auf die bzw. von der Brücke heruntergeführt. Hinzu kommt je ein 3,25 Meter breiter Rad- und Fußweg auf beiden Seiten. Mit dem Neubau wird auch der Lärmschutz durch den Einsatz von Flüsterasphalt sowie bis zu 6,5 Meter hohe Lärmschutzwände erheblich verbessert. Und so wird es gemacht. Die neue Rheinbrücke besteht aus 2 einzelnen Brücken für jede Fahrtrichtung, die nacheinander gebaut werden. Dabei entsteht die erste Brücke parallel zur heutigen Brücke. Linksrheinisch von der Merkenicher Hauptstraße zum Rhein werden die Vorlandbrücken gebaut. Anschließend werden über dem Rhein auch die sogenannten Strombrücken aus Stahl hergestellt. Sie werden als 2-hüftige Schrägseilbrücken mit Pylonen in A-Form ausgeführt. Mit dem Lückenschluss des ersten Brückenbauwerks im September 2023 ist ein Meilenstein des Neubaus erreicht. 2024 wird der Verkehr von der alten auf die neue Rheinbrücke umgeleitet und die alte Rheinbrücke kann abgebrochen werden. Um einen sicheren Abbruch zu gewährleisten, muss vorher das Stahlbauwerk verstärkt werden. Anschließend beginnt der Rückbau. An gleicher Stelle entsteht die zweite Brücke in analoger Bauweise. Zusätzlich zur Rheinbrücke müssen linksrheinisch 2 Bestandsbrücken im Zuge der A1 ersetzt werden. Die Brücke in der Anschlussstelle Köln-Niehl sowie die Brücke zur Überführung einer Straße und der Gleise der Stadtbahn in Köln-Merkenich. Rechtsrheinisch müssen im Kreuz Leverkusen-West alle Rampenbauwerke aufgrund von Spannungsriss-Korrosionsgefahr ersetzt werden. Die 5 Bauwerke haben Längen von bis zu 700 Metern und werden durch Stahlverbundbrücken ersetzt. In den gekennzeichneten Bereichen der ehemaligen chemischen Sondermülldeponie im Kreuz Leverkusen-West sind umfangreiche Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Hier sehen Sie den Vorher-Nachher-Vergleich des Ausbaus der A1 zwischen der Anschlussstelle Köln-Niehl und dem Autobahnkreuz Leverkusen-West. Mit der Fertigstellung des Neubaus der Leverkusener Rheinbrücke ist ein kritischer Engpass im ganzen Rheinland behoben. Weitere Informationen, Daten und Fakten finden Sie unter www.a-bei-lev.de. Dort können Sie sich auch regelmäßig über ein Magazin oder einen E-Mail-Newsletter informieren lassen.